Recording started, jawohl. Blau ist weg. Komische Knitterfalten sind auch weg. Dann würde ich sagen, fahren wir los. Und machen uns wie immer über alles andere später Gedanken. Was benutze ich eigentlich überhaupt die Mountain? Was war das? Bremse ist raus. Definitiv ist die Bremse aus. Ganz, ganz bestimmt. Jetzt sollten wir einfach doch mal in die andere Richtung starten. Ich wollte gerade sagen, was brauchen wir die Mountain-Kamera, weil geht ja doch nur hier in die Wüste, wo es ziemlich egal ist, aber so ganz egal war es dann vielleicht doch wieder nicht. So, muss ich mal den Kompass im Auge... Meine Güte, wo eiern wir denn überall hin? Das ist. Und es jammert und jault der Reifen. Meine Fresse, jetzt aber schnell hoch hier. Habe ich die Flappen? Ach, ich habe die Flaps noch komplett draußen. Das mochte er vielleicht nicht unbedingt. So, Flaps sind jetzt wieder drin. Oder hoch eigentlich. Eieieiei. So, Mauken können aus. Mauken sind aus. Gut. Jetzt wird das erste Problem gelöst. Das nächste Problem wäre dann jetzt zu wissen, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich, gucken wir da nochmal sicherheitshalber. Ja, so die richtige Richtung zu fliegen, das ist immer schon ein schöner Ansatz. Puh. Ja, ich würde sagen, ich nehme einfach beim Autopiloten die gehabten Einstellungen. Die scheinen ja nicht so falsch zu sein, außer er zieht dran und ich halte fest. So, was sagt er? Ja, GPS, mach mal. Höhe. Mach auch mal. Kümmere dich selbst drum. Und alles weitere überlassen wir bei ihm. Das heißt, wir können die Karte mal kurz wegmachen. Und wieder mal unsere Touristenbilder schießen. Einmal nach draußen schauen. Ja, es gibt hier leider keine anderen Liveries oder Liveries, wie auch immer, die ich hier einsetzen könnte, weil, ne? Und ist ebenso. Nein, die Knacken will ich da nicht drin haben. So, warum nicht das, wenn er gerade so sich ein bisschen beiseite dreht? Das sieht dynamisch aus. Ja. Also diesmal arbeite ich mit größter Wahrscheinlichkeit mit Versatz, sprich mit künstlich in den Flug eingreifen. Jawohl. So, ihr seht, die blaue Wand ist weg. Eventuell sieht man noch hier einen winzigen Knopf. Na, nicht mal. Das ist die Kopfstütze hier. Also, die blaue Wand ist weg. Die hängt da immer noch, aber die Kamera ist ein Stück nach vorne gewandert. Deswegen seht ihr jetzt hier auch mehr Unrat liegen und Werkzeug. Also das hier ist, falls euch das irgendwie interessiert, das sind große Behälter mit Schlauch, mit Schrumpfschlauch für Elektroverbindungen. Darunter habe ich noch viel mehr Schrumpfschläuche. Und darüber habe ich dieses tolle 3M, ich mag es gar nicht Kletten nennen, ne? Das ist Selbstklebeklett, das ist mehr so kleine Pilze, die ineinander greifen. Das ist so die Hardcore-Version von Klett für Modellbauer. Dann haben wir hier noch eine große Schere und darunter sind so Feuerzeuge, kleine Schraubenzieher, Juwelierlupen, also diesen Kasper-Kram, den man dauernd braucht. Und diverser Krimskrams. Ja, aber wenigstens könnt ihr jetzt wieder meine Gestik mit großen Gesten beobachten. Die Hebel habt ihr hier schön im Bild. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Die Kamera sollte eigentlich den Jog und die Hebel beinhalten. Wenn sie nebenbei auch noch die Tablets beinhaltet, kann man ja mal groß machen hier. Ne? So, so sieht das jetzt aus. Ja, da seht ihr wieder, ne? Das ist hier mein wie nennt man das so schön? Web? Nee. Stream Deck heißt das, genau. Mein Stream Deck ist das. Das ist einfach nur ein alter Tablet mit entsprechender Software drauf. Okay, hier haben wir das Glascockpit und hier haben wir so alle Sachen, die ich entweder nochmal größer haben will oder die bildfüllend arbeiten. Und ich habe eine andere Jacke angezogen. Diese hier ist mehr Richtung Sand. Da gibt es diese Probleme nicht. Also anscheinend gehört Blau... Nein, gar nicht wahr. Oliv gehört anscheinend im weitesten Sinne zu Blau, sodass immer mein einer Arm hier verschwunden war.
Ja, und diese Farbe scheint zu funktionieren. Das ist das, was sich die schön da bleiben. Was sich die Chinesen unter italienisch Vegetato vorstellen. Das Grün ist ein bisschen ausgebleicht, aber das ist bei den Chinesen so. Da fährt die Jacke aber auch nur aus China irgendwie 13 Euro oder so gekostet. Und dann ist das okay. In meiner Größe ist sowieso immer alles okay, was aus China kommt und der tatsächlich passt. Die haben ja eine etwas eigene Vorstellung von Größen. Und ja, hier ist der Monitor, auf dem ich jetzt euch sehe. Habe ich euch den schon mal gezeigt? Nee, ne? Ich glaube auch nicht, dass ihr viel drauf seht. Aber ihr könnt sehen, dass ich euch sehe. Oder so. Auf jeden Fall weiß ich dann so ungefähr, was ich tue. Oder heißt das, was ich tue, ist doch egal. Fliegen wir weiter. So. Ja, ich muss Zeit schinden, ne? Wir haben leider wieder eine von nichts ins nichts Etappe. Das ist immer voll blöd. Guck mal, die Farbunterschiede sind gigantisch, ne? Die Kamera von oben, also die da, die zeigt wieder so ein richtig schönes, rosiges, buntes Gesicht. Und die hier ist ein bisschen fahl. Das kann natürlich von der Beleuchtung von da oben stammen. Was mich daran erinnert, ich wollte eigentlich einen anderen Hintergrund einbauen. Diese Routine ist noch neu für mich. Und deswegen muss ich mich da auch erst dran gewöhnen. Warum mache ich das nicht einfach jetzt? Background One habe ich hier stehen. So, könnt ihr das sehen? Ich glaube, ihr seht das jetzt nicht, was ich an Auswahl mache. Brause. Wie wär's denn damit? Ich teste das mal an. Ja, größenmäßig ist es ein bisschen bedenklich. Aber wir kriegen das schon hin. So. Na? Hauptsache der Kamin brennt, alles ist schön warm. Alles stimmt an die Beleuchtung nicht mehr. Auch dafür haben wir natürlich eine Möglichkeit. Und zwar muss ich, oh Gott, ich glaube an der Kamera selber muss ich das machen. Und zwar bei der Color Correction. Ja, Hue Shift. Also man hat nicht diesen Kringel, in dem man die Farbe verändern kann. Guck mal, jetzt bin ich ganz lila. Das ist irgendwie so optimal, ne? Grün passt auch nicht, sondern ich bräuchte eine eher rötliche, gesunde Gesichtsfarbe. Also, naja, so irgendwie im weitesten Sinne. Und dann müsste ich ja Farbe rausnehmen, vielleicht nicht, aber ich müsste definitiv anders beleuchtet werden. Wie wäre es, wenn wir Gamma rausnehmen? Insgesamt schon mal glaubwürdiger, ne? Aber die Beleuchtung müsste eher gelb als rot sein. Ja, mir fehlt hier einfach so ein Ding. Ja, so komme ich zum Ork werden hier, ne? Ja, so, ne? Ist das so ein bisschen mehr Richtung gelblich oder ist das schon eher, nee, lila, ne? So. Ja, so Kamin, ich habe hier irgendwie kein Gelb, so zur Hoffnung. Ach, egal, lassen wir es so. Wir wollen es ja auch nicht hier bis ins Tausendste machen. Das sind jetzt eigentlich Arbeiten, die ich jetzt jedes Mal machen müsste, aber viel zu faul bin zu machen. Im Übrigen überlappe ich hier, glaube ich, ein bisschen, ne? Naja, schön. Können wir aber für dieses eine Mal damit leben. Es wird ja sowieso alles grüner und ich versuche vor allem diese schöne runde Farbschablone zu kriegen, wo man mit der Maus drin und hin und her fährt und alles wird schöner. Ist auch irgendwie farblich bedenklich. Ne? Naja, oh, mein Gesicht. Das tut meinem Gesicht gar nicht gut, wenn ich meine Hände hier hinhalte. Die Kamera versucht alles elektronisch optimal zu machen. Naja, gut. Oder auch nicht gut, je nachdem. Oh, ich kann mich mal wieder nicht drehen. So, da ist das Wasser. Unter uns ein Abfluss für die Sumpfsalzwüsten oder Salzsumpfwüsten. Oder Salzsumpfsavannenwüsten. Wüstensavanne. Salzsumpfwüstensavanne. Klingt noch besser. So. Ja. Karte. Haben wir schon Fotos gemacht? Nee, ne? Um Gottes Willen. Machen wir schnell ein Foto. Moment, ich flieg doch hinterher, da habe ich auch ein Foto gemacht. Menno. Wenn nicht, dann sauge ich mir einfach eins aus dem laufenden Film raus. Ihr kennt mich ja. Das war das. Dann muss aber die Karte auch wieder rein, wo angezeigt wird, dass es nichts ist. Vor uns, laut Minimap, kommt wieder irgendetwas, das auf der Minimap ihre Daten wiederum von, ich glaube, OpenStreetMap oder OpenTopo oder sowas bezieht. Glaubt, da wäre ein See. Ich fürchte, wir haben wieder so etwas Algenverseuchtes unter uns wie auch hier. Und im größten Teil eigentlich nur Salzwesen drin leben können.
Ja, und da es ansonsten nichts gibt, würde ich sagen, beschleunigen wir die Sache. Ich habe sonst auch nichts mehr zu erzählen, was mir jetzt auf den Stegreif einfallen würde oder nichts, was ich nicht im vorigen Video schon erzählt hätte. Und deswegen machen wir jetzt einen kleinen Time Warp, einen Zeitsprung. Sagen Move Map, schwupps, Set Position, rups, fertig, schon passiert. So. Warum habe ich den Landepunkt mitten in die Wüste gestellt? So weit weg von der Küste? Weiß ich auch nicht. Wird einen bestimmten Grund haben. Wahrscheinlich hatte ich auf der großen Karte, wo ich das eingegeben habe, gesehen, was da auf uns lauert. Da! Mit, wo das Moddermonster wohnt. Ja, das sieht ein bisschen uneben aus vor uns. Das sieht aus wie riesige Wanderdünen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass X-Plane oder was auch immer, das nicht vernünftig umsetzt und daraus eine große Ebene macht, ohne Dünen. Also mit Dünen könnte es hier schwierig werden, obwohl ich zugeben muss, die Zahl der Brauntöne ist doch deutlich höher, als ich eigentlich gedacht hätte. Nun gut, setzen wir uns rein, machen wieder die Mountainkamera an. Ach guck mal, da kann man auch kleine Unterschiede sehen, ne? Da muss ich auch nochmal bei. Hier. Breite ist hier unterschiedlich. Ah, das ist pro Dingens gemacht. Hm? Da muss ich mir noch was einfallen, dass das man so übernehmen kann. Gut, dann stürzen wir mal kontrolliert ab. Wo war die Mountainkamera? Da. Obwohl ich sie wahrscheinlich gar nicht brauche. Also, alles aus. Ah! Das war ein klassischer Redout. Lass mal die Trimmung wieder ganz nach hinten drehen. Der Autopilot verdreht mir die Trimmung nach sonst wo. Und wenn man den Autopiloten rausnimmt, bleibt dann die Trimmung da. Und in diesem Falle hat das mal eben fast ein Salto abwärts gemacht. Gas weg. Fahrwerk ist draußen. Blinker setzen, langsam rechts einparken. Kontrollierter Sturzflug. Was haben wir denn? Wir haben... Ach, ich mach die Karte mal weg, die ist sowieso unwichtig im Moment. Wir haben 6 Knoten Seitenwind, das ist eigentlich ja noch akzeptabel, nicht wahr? Der Radarhöhenmesser sagt 1000 Fuß. Ich bin so froh über den Radarhöhenmesser. Wenn ich hier nach Augenmaß landen sollte, heute wird's gar. Noch 500 Fuß. Dann können wir jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit aus der Nummer rausnehmen. Und dafür ein paar Flaps ausfahren, die dann noch mehr Geschwindigkeit aus der Sache rausnehmen. Ah, müssen wir es wieder fallen lassen, um wenigstens ein bisschen Geschwindigkeit drin zu behalten. 400. Ich brauche hier ein Head-Up-Display. 300. 200. Ist das da vor uns eine Düne? 150. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Jetzt raten, wo der Boden ist. Autsch. 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 Bremse, Bremse, Bremse. Flaps wieder einfahren. Dann sparen wir uns schon mal den ganzen Auftrieb hier bei dem Gehuckel. 30 Knoten. Maschine fängt an, sich zu drehen. 20 Knoten, 10 Knoten und halt. So. Ja, hör auf zu tröten. Ja, der kann weg. Wir gehen nach draußen und gucken einmal hier in die Runde. Wir werden erstaunt feststellen, es gibt ums Verrecken nichts zu sehen, außer dass man hier verrecken kann. Aber eine Straße gibt's da hinten, ne? Wo reger Verkehr ist. Reger simulierter Verkehr. Ansonsten intensiv überhaupt nichts. Und was ich mir schon gedacht habe, X-Plane ist nicht in der Lage, hier die Dünen einzeln darzustellen, sondern die sagt, das ist eine Ebene. Ja, die X-Plane, ja. So, das ist das. Dann müssen wir wieder auf die, das Rewind, wollte ich gerade sagen, die Wiederholung der Landung mal eben schauen. Ach, vielleicht noch ein bisschen früh. Auch noch ein bisschen früh, egal, machen wir trotzdem. Wir haben ja die Zeit. Wir haben ja diesmal enorm durch einen Zeitsprung Zeit geschunden.
wenigstens mal die andere Seite, ne? Dann dreht er sich dann von uns weg, wenn er unten aufschlägt. Ja, ist immer wieder ein Vergnügen, mir selber beim Ausüben meiner Kunst zuzuschauen. Stell dir mal vor, ich müsste das alles ohne Autopilot, sprich selbsttätig, ständig den Steuerknüppel in der Hand haben, alles selber machen. Das wäre mir zu anstrengend. Ja, genau. Flaps runter. Wenn ich also ein Flugzeug erwerben würde, irgendwie so ein Ultraleicht oder sowas, weil man das selber dran schrauben darf, das Ding müsste schon einen Autopiloten haben, weil das die ganze Zeit wirklich selber machen zu müssen, wäre mir echt zu anstrengend. Gerade wenn man so eine Stunde oder auch zwei Stunden am Stück ist, irgendwo hinfliegen will. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, beim selber steuern von echten Flugzeugen, sind die, dass die doch ganz schön in Bewegung sind, ne? Weil die Luft ist nun mal nicht starr, die Luft ist beweglich und dann ist sie mal da und dann ist die Luft mal wieder nicht da und ja, und dann ist es ganz gut, wenn man einen Autopiloten hat, der sich um den ganzen Quatsch kümmert und man sich selber gar nicht mehr drum scheren muss. Ja, man hört, wie die Reifen über den Asphalt radieren. Man sieht auch, wie sich das Flugzeug dreht. Während des Fluges hat man das nicht gesehen, weil der Horizont ist identisch. Oh, hinter uns ist irgendwie ganz leichte Erhebung. Und hier scheinen wir auch einen leichten Abhang hinunter zu eiern. Gut, das war das. Alt R. Damit wieder in der R wie Realität. Vielen Dank fürs Reingucken und den nächsten Hüpfer machen wir auch schön kurz mit demselben Flugzeug wieder. Mir gehen auch die Erklärdinger aus und demzufolge wird es einfach sehr kurz und knapp werden. Ja.